Es sind schon wieder viele weitere Neuerungen davon aufgetaucht, was das neue Software-Update bei Tesla mit der Versionsnummer 2024.14 bringen wird, inklusive Live-Videos von ersten Teslas, die bereits dieses Software-Update bekommen haben. Ich werde in diesem Video alles Neue durchgehen. Wir hatten ja schon vorgestern ein Update-Video dazu gemacht. Mittlerweile gibt es noch viel mehr Releases. Ich möchte euch alle einmal in diesem Video zeigen. Legen wir los. Hi Leute, seid gegrüßt. Ich habe ja schon vor 2 Tagen erst ein Video dazu gemacht, was denn jetzt Neues bei diesem Spring Update erscheinen soll, aber es ist mittlerweile deutlich mehr geworden, was öffentlich gemacht wurde seitens Tesla und seitens von Tesla-Mitarbeitern. Aus dem Grund gehen wir jetzt einmal alle Neuerungen durch. Ich habe auch einige Live-Videos für euch mitgebracht, die ich auf Twitter bzw. X gefunden habe. Von daher wechseln wir jetzt direkt auf den Bildschirm. Let's go! So, beginnen wir einmal mit dem ersten Punkt. Da bin ich ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Im Endeffekt für alle, die ein Tesla Model 3 oder Y fahren, bei S und X ist es noch nicht bekannt und alle, die einen AMD Ryzen Prozessor haben, wird sich auf jeden Fall jetzt die Visualisierung komplett ändern. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Wir werden ja unter anderem diesen Fullscreen haben, sprich wir sehen wirklich unser Fahrzeug, aber auch beim Autopiloten oder auch während der Fahrt wirklich den ganzen Verkehr deutlich besser und größer mittig im Bildschirm und die Navigation kann man dann nach rechts oben verschieben, wie man hier sieht, also wirklich die Kartendarstellung bisschen hochschieben, wenn man es so haben möchte. Und das Coole ist, man kann es aber auch hin und her switchen. Also es ist nicht so, dass es dann verbindlich ist, dass man immer diese Ansicht hat. Natürlich, wie ich schon erwähnt habe, beim letzten Video wird sich unten dann hier diese Playback-Leiste verändern. Man wird unten verschiedene Funktionen haben zum Media Player und so weiter. Aber da möchte ich nicht wieder zu sehr drauf eingehen, weil das kennt ihr ja, glaube ich, mittlerweile schon. Wenn nicht, schaut euch gerne das Video oben in der Ecke an. Das verlinke ich euch. Da habe ich dann alles nochmal ein bisschen genauer gezeigt. Ich zeige euch einmal hier auf X, was ich gefunden habe bei eFieber. eFieber hat hier wirklich tolle Arbeit geleistet. Ich mache mal ganz kurz das Video an. Also wir sehen jetzt hier schon direkt, wie es aussehen soll während der Fahrt. Also unten, wie erwähnt, schon die Leiste mit den Medien. Rechts unten dann das Navigationsmenü. Aber was wir jetzt hier schon sehen, dass unter anderem sogar Gegenverkehr erkannt wird. Also wenn Sie jetzt Autos, hier sieht man es, uns nähern am Gegenverkehr, dann wird das sogar gezeigt. Man sieht im Endeffekt alles, was das Fahrzeug jetzt erkennt, schon fast ähnlich wie bei Full Self Driving, noch nicht komplett so, aber schon wirklich cool. Unter anderem werden auch die Bremslichter erkannt, also wenn jetzt ein Fahrzeug vorne bremst, dann erkennt man in der Visualisierung sogar die Bremslichter und das Coole ist, dass der Autopilot zum Beispiel dann auch das schon mit berücksichtigt, also es wird nicht nur der Abstand zu den Fahrzeugen berücksichtigt, wenn zum Beispiel das Auto abbremsen muss, sondern es, hier hat man es, genau, hier hat man es gesehen, ich zeige es euch nochmal, seht ihr die Bremslichter hier? Genau. Sondern wenn das Fahrzeug erkennt, dass vorne schon die Bremslichter angehen, dann wird bereits schon quasi die Geschwindigkeit reduziert, wenn es nötig ist. Wirklich sehr, sehr cool. Was erkennen wir außerdem noch? Wir sehen hier oben links die Rekuperationsleiste. Die war ja vorher horizontal hier über dem Fahrzeug. Jetzt ist sie auf der linken Seite. Wenn das Fahrzeug rekuperiert oder beschleunigt, dann sieht man hier, dass der Balken ins Grüne nach unten wandert. Hier, jetzt wird gerade rekuperiert, also Energie zurückgewonnen. Oder wieder, wenn sie nach oben läuft, die Leiste, dann sieht man, dass im Endeffekt wieder beschleunigt wird. Auch was hier ist, man hat hier die Geschwindigkeit jetzt nochmal größer dargestellt. Es wurde ja schon einmal in einem Update ein bisschen vergrößert bzw. dicker gemacht, die Schrift. Jetzt soll die Geschwindigkeit noch ein bisschen größer zu sehen sein, einfach dafür, dass es nochmal übersichtlicher ist. Und auch ansonsten hat sich ja die Ansicht ein bisschen verändert. Hier oben sehen wir dann auch nochmal die Navigationsmenüs. Also jetzt hier ist jetzt gerade nicht wirklich sehr viel zu sehen, aber es wird nach oben rechts verschoben. Für alle, die sagen, ich möchte die Ansicht eigentlich gar nicht haben, ich fand es vorher schön, dass ich einfach mehr von der Kartendarstellung sehe. Man sieht ja hier diesen Strich, es wird dann so sein, dass man mit dem Finger von links nach rechts wischen kann und dann kann man eben die Übersicht verändern. Also möchte ich quasi nur auf der linken Seite alles sehen, was die Kameras wahrnehmen oder möchte ich komplett das Fahrzeug in der Mitte haben mit der Darstellung wie eben gesehen. Das kann man dann wirklich hin und her switchen. Auch wirklich cool, weil es muss ja nicht sein, dass jedem die Ansicht gefällt oder man möchte vielleicht irgendwo jetzt mehr die Karte sehen. Dann kann man nach wie vor die klassische Ansicht nutzen. Auf jeden Fall auch eine coole Sache. Dann hatte ich ja beim letzten Mal schon erwähnt, dass diese Hands-Free-Trunk-Funktion, also dass der Kofferraum automatisch öffnet, wenn man sich mit dem Smartphone oder mit dem Tesla-Schlüssel in der Nähe vom Fahrzeug oder hinterm Fahrzeug befindet, wird leider wohl nicht fürs Model Y und 3 der alten Generation kommen, weil es einfach kein UWB unterstützt, das Fahrzeug. Die Funktion ist dafür da, dass einfach die Position des Smartphones noch genauer erkannt wird. Also von daher leider nicht, aber fürs Model S und X, für die neuen Varianten und natürlich auch fürs Model 3 Highland, sollte es auf jeden Fall kommen, dass man sich, wenn man hinterm Fahrzeug steht, dass der Kofferraum dann automatisch öffnet. Es wird quasi einen Piepton geben oder 2, 3, je nachdem, wie es dann am Ende sich darstellen wird. Und wenn man dann nicht von der Seite weicht, dann öffnet sich der Kofferraumdeckel automatisch.
Zum Thema Wächtermodus auf Smartphone, da habe ich ja auch beim letzten Mal gesagt, naja, dass man im Endeffekt dann auf Smartphone eine Vorschau bekommt, wenn der Tesla im Wächtermodus etwas aufzeichnet. Hier ist mittlerweile bekannt, dass es in Deutschland leider nicht erscheinen wird, hat wahrscheinlich noch datenschutzrechtliche Gründe. Hoffentlich wird sich es noch ändern, weil die Funktion ist wirklich sehr, sehr cool. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch erfahren, dass zum Beispiel in der Schweiz das Ganze möglich sein wird. USA wahrscheinlich sowieso, aber halt in Deutschland aktuell leider noch nicht. Dennoch eine sehr, sehr coole Funktion, wie ich finde, dass wenn das Fahrzeug Hindernisse erkennt, wenn jemand sich ums Fahrzeug bewegt, dass man auf Smartphone eine Push-Benachrichtigung bekommt und direkt am Display auch eine Vorschau sieht und wenn man möchte, kann man dann draufdrücken. Eine schöne Sache, leider nicht in Deutschland. Trip Progress Bar ist auch wirklich sehr, sehr schön. Wir werden jetzt im Endeffekt so einen Fortschrittsbalken sehen, wie weit wir uns dann auf der Route befinden. Hier sieht man zum Beispiel, dass wir knapp ein Drittel zurückgelegt haben, also die graue Strecke hat man dann schon zurückgelegt. Und man erkennt dann auch Verkehrshindernisse, sofern man die Online-Routenführung aktiviert hat, hier im Navigationsmenü. Dann sieht man hier in Orange, wenn der Verkehr zähfließend ist oder halt rot, wenn es einen Stau gibt. Dann hat man auch schon direkt einen Überblick, Mensch, was erwartet mich denn heute noch auf der Route? Das soll auch auf jeden Fall in Deutschland kommen, weltweit verfügbar sein, Österreich, Schweiz ja dann auch. Und für alle Tesla-Fahrzeuge, für alle Modelle möglich sein. Sehr, sehr schön. Spotify hatte ich schon beim letzten Mal erwähnt, im Endeffekt, dass dann ja die aktuelle Warteschleife oder der aktuelle Standpunkt, an dem man ein Lied beendet hat, dann synchronisiert wird. Also man hat zum Beispiel am Smartphone oder am PC Spotify gehört, steigt in den Tesla, wenn der gleiche Account hinterlegt ist, spielt die Musik einfach wieder dort ab, weiter ab, wo man vorher aufgehört hat. Auf jeden Fall eine tolle Sache für alle, die Spotify mögen. Dann soll jetzt hier dieser Balken erscheinen, wenn eine bessere Route verfügbar ist. Man kann in den Einstellungen einstellen, ab wie viel Minuten Zeitersparnis Tesla das dann einem vorschlagen soll, finde ich auf jeden Fall wichtig, macht definitiv immer Sinn, wenn einfach die Meldung kommt, eine bessere Route, eine kürzere Route wurde erkannt, wie es halt bei Google Maps der Fall ist, dann kann man hier draufdrücken und sich die anderen Routen anzeigen lassen. Eine Verbesserung zum Scheibenwischer, ich soll sogar gehört haben, dass diese mittlerweile dann auch deutlich besser funktionieren sollen, das würde auf jeden Fall sehr, sehr viele unter uns Tesla-Fahrern freuen. Für alle Fahrzeuge soll jetzt aber auf jeden Fall hinzukommen, dass wenn man die Taste drückt beim Scheibenwischer, man dann nicht nur mit links und rechts zwischen den einzelnen Stufen hin und her schalten kann, so wie es bisher war, sondern man kann, wenn man das linke Scrollrad hoch und runter dreht, also das linke, kann man die Geschwindigkeit der Scheibenwischer verstellen. Ist definitiv auch eine Verbesserung. Vielleicht möchte der ein oder andere, dass die Scheibenwischer schneller drüber wischen oder langsamer, dann kann man das jetzt auch verstellen. Auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Dann kommen wir noch zu weiteren Updates. Der Browser, also der Internetbrowser, mit dem man surfen kann, den kann man jetzt, wenn man geparkt hat, also im Parkmodus sich befindet, als Fullscreen nutzen, also übers gesamte Tesla-Display einmal, sodass man einfach mehr Übersicht hat. Bisher war es ja nur auf der rechten Seite möglich, das soll jetzt dann auf jeden Fall auch gehen. Dann haben wir hier eine Neuerung zum Autowaschmodus, das habe ich hier auch gefunden bei eFieber, bei Twitter. Hier hat man dann direkt im Hauptmenü den Waschanlagenmodus, also wenn man gerne und oft in der Waschanlage ist, dann muss man hier nicht über 3, 4, 5 Klicks dann sich durchklicken oder dann wieder suchen, wo war das nochmal, sondern man hat es jetzt hier direkt einfach draufdrücken, dann ist der Waschanlagenmodus bereits aktiviert. Den Punkt habe ich ja schon beim letzten Video erwähnt, dass da die hinteren Insassen im Endeffekt jetzt auch wirklich, wenn sie nicht gerade einen Film schauen, weil dann wird nichts angezeigt, dann hat man im Fullscreen im Endeffekt den Film laufen. Aber ansonsten sieht man jetzt hier eben auch Trip-Details, also wo man sich befindet, Navigationsdetails, die Zeit und oben dann auch die Temperatur angezeigt. So können dann hintere Insassen, Kinder und so weiter sich einen schnelleren Überblick darüber verschaffen, wann man im Endeffekt am Ziel ankommt. Dann hat sich hier beim Wächtermodus oder beziehungsweise bei der Dashcam nochmal was geändert. Wenn man die einzelnen Aufzeichnungen anschaut, muss man nicht die einzelnen Aufzeichnungen chronologisch andrücken, sondern man kann swipen, also von links nach rechts mit dem Finger wischen und dann wird direkt zum nächsten Video rüber geswitcht. Ist einfach eine kleine Erleichterung, warum nicht? Beim Valet Mode, also wenn man den Modus hat, um sein Fahrzeug von jemandem zum Beispiel einparken zu lassen, wenn man es aktiviert, zum Beispiel man hat einen Chauffeur oder man gibt das Auto irgendwo in einem Parkhaus ab, dann kann man hier im Endeffekt jetzt auch eine Benachrichtigung auf Smartphone bekommen, sofern das Auto dann wegbewegt wird. Also wenn der Parkmodus entfernt wird, wenn ein Gang eingelegt wird, dann bekommt man eine Push-Benachrichtigung auf Smartphone. Auch das soll wohl weltweit verfügbar sein. Ich weiß nicht, wer von euch die Funktion öfter nutzt. Ich habe es noch nie gemacht, dass ich jemand mein Auto einparken habe lassen, aber ja, warum nicht. Dann haben wir hier noch kleinere Updates für Vampire Survivors und hier nochmal bei Path of the Ocean, das ist wohl auch nochmal ein Spiel, ich spiele gar nicht im Tesla, von daher kann ich dazu nicht so viel sagen, aber vielleicht freut es den einen oder anderen Zocker unter euch. Dann noch eine Neuerung zum hinteren Display, also für alle Model S, X und Model 3 Highland Fahrer, die hinten ein Display haben.
Hier war es ja bisher so, dass wohl das Display die ganze Zeit an war während der Fahrt. Jetzt, wenn das Fahrzeug erkennt, dass sich keine hinteren Insassen befinden, wird das Display im Endeffekt ja während der Fahrt deaktiviert, sodass dann auch hier ein bisschen Strom gespart wird. Macht auf jeden Fall absolut Sinn. Auch weltweit verfügbar und für alle Tesla-Fahrzeuge soll jetzt dann diese Speed-Kamera, also sprich, wenn eine Radarkontrolle, in Deutschland ist es ja zum Beispiel nur mit Festinstallierten erlaubt, wenn eine festinstallierte Radarkontrolle angezeigt wird und erkannt wird, dann bekommt man im Endeffekt einen Warnhinweis, ein Tonsignal. Auf jeden Fall eine tolle Sache, muss man aber hier unter dem Navigationsmenü im Endeffekt dann auch nochmal aktivieren. Und es ist die Premium Connectivity nötig, also das Paket für 9,99 € im Monat. Sonst funktioniert natürlich die Online-Routenplanung hier an der Stelle nicht so, wie sie soll. Und man würde nicht informiert werden, wenn sich vor einem auf der Route ein Blitzer oder eine Radarkontrolle befindet. Hier für alle, die zum Beispiel durch Österreich fahren, in Deutschland glaube ich, gibt es das nicht, zumindest hätte ich das noch nie gesehen, solche Zonen, in denen eine Durchschnittsgeschwindigkeit vorgegeben ist. Hier sieht man jetzt im Endeffekt dann, wie viel Kilometer man noch hat, bis diese Zone endet, wie viel man durchschnittlich fahren soll und wie viel man tatsächlich fährt. Also auf jeden Fall auch eine nette Sache, man sieht seine eigene Durchschnittsgeschwindigkeit und wann man aus dieser Durchschnittsgeschwindigkeitszone wieder rauskommt. Um diese Funktion natürlich zu nutzen, muss man auch hier wieder das Premium Connectivity Paket haben und man muss in den Navigationseinstellungen auch die Online-Routenführung aktivieren. Dann gibt es einige kleinere Verbesserungen für die Sicherheit. Welche das sind, sieht man jetzt hier nicht. Vielleicht sieht man die im Service-Menü. Mal schauen, wenn das Update da ist, schaue ich gerne nochmal drüber. Vielleicht sehe ich da nochmal was. Hier auch sehr, sehr cool. Man kann jetzt auch wirklich den Kofferraumdeckel pausieren. Also man öffnet ihn übers Display. Wenn der sich zum Beispiel auf der halben Höhe befindet, drückt man einfach auf Pause. Hier, man sieht hier diesen Button. Und dann hält er an. Also wenn man zum Beispiel in einer Garage steht und man hat Angst, dass man oben den Kofferraumdeckel anhaut, dann kann man das am Display machen. Ob ich es machen würde, weiß ich nicht, weil ich würde dann, glaube ich, doch lieber aussteigen, weil ich doch Angst hätte, dass in dem Moment ich vielleicht nicht den Button erwische und dann der Kofferraumdeckel doch gegen die Decke knallt. Aber man kann ihn hier pausieren, so wie es halt auch ist, wenn man auf die physische Taste nochmal drückt, während man den Kofferraum öffnet im Endeffekt. Und was aber jetzt hier wohl die größte Neuerung sein soll, ist, dass man hier die maximal einstellbare Höhe, das war ja bisher immer möglich, man hat im Endeffekt den Kofferraumdeckel hochgeschoben, so weit wie man es haben wollte, hat dann den Button gedrückt gehalten, bis es einen Signalton gab und dann hat sich im Endeffekt die Höhe gespeichert. Aber diese war dann immer gespeichert, egal wo man sich mit dem Tesla befunden hat. Jetzt soll es dann wohl so sein, ich bin mir noch nicht sicher, ob es dann so funktionieren wird, aber es soll so sein, dass dann per GPS im Endeffekt der Ort gespeichert wird. Ähnlich wie es bei den Außenspiegeln möglich ist, wenn ich ja die Außenspiegel einklappe und dann auf Speichern drücke, dann merkt sich der Tesla genau den Ort und wenn man da hinkommt, werden die Spiegel wieder angeklappt. Zum Beispiel, wenn man halt sich vor seiner Garage befindet und man möchte, dass die Spiegel einklappen, wenn man reinfährt. Jetzt soll es hier auch so möglich sein. Im Endeffekt soll die Location gespeichert werden und dann öffnet der Kofferraumdeckel immer nur so hoch, wie man an dieser Location, an diesem Standort das Ganze eingestellt hat. Eine tolle Sache, wenn man zum Beispiel in seiner eigenen Garage den Kofferraumdeckel nicht ganz, das ist bei mir zum Beispiel so, nicht ganz so hoch öffnen möchte, weil man halt sonst oben anhauen würde, kann man das dann an dem Standort speichern. Wenn ich dann woanders mit dem Tesla bin, öffnet er komplett, was es auf jeden Fall erleichtert, weil ich muss immer wieder meinen manuell dann hochschieben, wenn ich doch ein bisschen mehr Höhe haben möchte, weil es halt eben auf einem niedrigen Niveau gespeichert ist. Das habe ich schon erwähnt, die Größe vom Speedometer oder halt die Geschwindigkeitsanzeige auf Deutsch wird jetzt nochmal verändert, also es wird einfach nochmal größer und besser lesbar werden. Die Rekuperationsanzeige auf der linken Seite habe ich euch auch schon gezeigt, die befindet sich jetzt eben vertikal und nicht mehr horizontal. Auch was hier auch auffällt, wir haben jetzt hier den Akkustand, der ist nicht mehr auf der rechten Seite oder mittig vom Display, wie es bisher war, sondern hier auf der linken Seite. Also das Menü wurde an sich auch insgesamt ein bisschen verändert. Hier auch nochmal dazu ein Bild von X, von E-Fieber. Da sieht man es auch nochmal im Endeffekt, wie es hier ausschauen wird. Man sieht hier auch, wenn man das Fahrzeug lädt zum Beispiel, auch nochmal gewisse Anzeigen, die sich eben oben befunden haben. Die werden jetzt auch hier auf der linken Seite angezeigt. Auch das Ladelimit wird jetzt hier nochmal auf der linken Seite angezeigt. Und hier nochmal zu dem Thema Wächtermodus und Push-Benachrichtigung auf Smartphone. So wird es dann in der App aussehen. Man kann dann hier unten auf Vorschau der Aufnahme Wächtermodus drücken und kann dann hier auch nochmal im Endeffekt die Einstellungen aktivieren. Ja, cool. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ihr seht also, es geht weiter. Ich denke auch, es werden in den nächsten Tagen noch mehr Neuerungen veröffentlicht.
Natürlich, das Hauptding ist im Endeffekt die neue Anzeige. Man sieht einfach noch mehr vom Verkehr. Man kann die Karte auf Seite schieben, wenn man diese nicht benötigt und hat dann wirklich das Wichtigste mittig fett im Display. Ich freue mich definitiv auf dieses Update. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze dann in der Praxis aussehen wird. Hoffe, dass auch der Scheibenwischer jetzt dann noch besser funktioniert und auch noch besser justierbar ist durch das Drehrädchen und dass vielleicht auch dann der Autopilot noch besser funktioniert, weil er auch die Bremslichter und so weiter jetzt dann wahrnimmt. Ich meine, es war vorher vielleicht auch schon zum Teil so, aber es wurde auf dem Display zumindest nicht angezeigt. Mal sehen. Übrigens gibt es gerade bei Shop for Tesla noch eine Aktion. Shop for Tesla feiert seine 5000er Trustpilot-Bewertung. Aus dem Grund gibt es aktuell noch für alle Bestellungen ab 150 Euro 15 Euro Rabatt. Und das Coole ist, ihr könnt auch meinen Rabattcoupon Smart2Drive zusätzlich verwenden. Dann habt ihr eben die 5% auf dem Warenkorb plus die 15 Euro pauschal, wenn ihr über 150 Euro etwas braucht oder bestellen möchtet. Von daher schaut unten in die Videobeschreibung. Ich habe euch hier einmal alles verlinkt mit den beiden Rabattcoupons. Die sind gerade kombinierbar. Das ist gerade eine begrenzte Aktion. Von daher schaut gerne unten rein. Und lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die kleine Glocke, wenn ihr weitere Videos wie diese sehen möchtet in Zukunft und schaltet gerne wieder ein, wenn ihr mögt. Ich war's, der Alex. Bis bald, macht's gut, ciao, ciao.